Heute wird es mal wieder Zeit, den Mond anzuheulen. Ist egal, ob es jetzt der Leermond ist oder ob es der Vollmond ist, ob es ein halber Mond ist, ist eigentlich egal. Es gab genug Filme aus diesem Genre, die so ein bisschen das Thema selber von wegen Vollmond und Werwolf ein bisschen auf den Kopf gestellt haben. Und hallo und herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einer neuen Produktvorstellung bzw. Unboxing-Video hier auf Lord Gamgam Full The Other Side of Movies. Und es wird bei der Zeit nach über einem Jahr der Pause mal wieder was zu einer der besten Mediabook-Reihen, die 2020 aus dem Boden gestampft worden sind, hier zu bringen. Und zwar zur Super Spooky Stories-Reihe. Eine doch recht langlebige Reihe, die in den meisten Fällen natürlich Repacks beinhaltet, natürlich schön in Mediabooks verpackt, die meistens auch hier mit den VHS-Motiven daherkommen, wobei natürlich hier und da sicherlich was fehlt an den VHS-Motiven, ein bisschen was abgeschnitten worden ist, weil es muss ja irgendwie passen, aber im Grunde genommen wirklich spricht das hier eher so die Freunde von diesen ganzen alten Retro-Horrorfilmen und Graupen an und ein bisschen Trash ist natürlich auch dabei. Und heute habe ich mir gedacht, so thematisch können wir natürlich heute mal hier über zwei Werwolf-Filme reden, wo einer von den beiden doch schon ein bisschen spezieller ausfällt, was seinen Werwolf angeht. Ja, und hier einmal Night Shadow in USA und einmal Metal Beast. Und der Nummerierung fangen wir natürlich erstmal mit der Nummer 133 aus der Reihe an. Und zwar ist das hier Metal Beast aus dem Jahre 1995. Das ist eine Direct-to-Video-Produktion damals gewesen, die am 21.02. von 1995 von New Vision natürlich ungeschnitten mit einer FSK 18, auch mit diesem Covermotiv und auch eigentlich die Rückseite ist auch identisch, nur da hat man unten ein bisschen was abgeschnitten, rausgekommen ist. Ja, und was natürlich das Wichtigste an diesen VÖs ist, ist natürlich ganz klar der elitäre Sticker, der bei den letzteren VÖs, die so rausgekommen sind, allerdings nicht mehr am Start war. Was ich dann doch ein bisschen schade finde, weil das ist ja so das große Qualitätsmerkmal, was diese Reihe hier angeht. Ja, da gehen schöne Grüße raus an den guten Morpho, der das natürlich früher in den Kommentaren immer hervorgehoben hat. Ja, und den Sticker natürlich, den müssen wir hier retten. Der muss natürlich dann wieder in die Veröffentlichung rein. Ich habe natürlich auch schon mehrmals angeboten, ja, auch mal so einen Sticker auf Reisen zu schicken zu einem meiner Zuschauer oder zum guten Morpho. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze runterrückt. Also die Folie ist wirklich richtig knallig. Ja, und hier haben wir natürlich dann den wunderbaren Sticker, der wirklich sehr, sehr schön aussieht. Natürlich haben wir es hier nur mit einem DVD-Mediabook zu tun, das hier auch schon, glaube ich, schon mehr als 2 Jahre rumliegt. Ja, also ich war kurz Zeit mal ein bisschen OVP-Sammler gewesen, was natürlich hier unten erstmal auffällt, was den meisten Mediabook-Sammler nicht so toll finden, ist natürlich hier so ein bisschen diese Stauchung. Mir ist es persönlich ehrlich gesagt wurscht. Ja, weil es hier unten ist, also damit kann man persönlich leben. Das Covermotiv sieht natürlich toll aus. Den Film selber gibt es natürlich auch schon länger von Mick auf, ganz normal auf DVD im Keepcase. Natürlich länger als es vorher hier drin ist, natürlich auch die Mick-Scheibe enthalten und auch die Rückseite selber hier, bis auf das untere, weil das Bild selber hier, wo unser Metal Beast ein bisschen aussieht wie ein Predator, geht eigentlich hier ein bisschen weiter, aber das hat man natürlich abgeschnitten, weil man hier noch die technischen Informationen hinballern konnte. Und diese Regiearbeit hier von Alessandro De Gaetano, von dem ich zuvor noch nie was gehört habe, kommt mit ein paar bekannten Namen, der Kim Delaney, Barry Bostwick und der gute Kane Hodder, den man natürlich hier in das Kostüm des Metal Beast gesteckt hat. Ja, hier haben wir natürlich die Inhaltsangabe. Ja, es geht hier halt um einen CGI-Agenten, CIA-Agenten Donald Butler, der in Ungarn 1974 ja hinter einem Werwolf her ist und er kann sie zwar erlegen, aber die Kreatur selber kann sich natürlich auch nochmal kurz ihm erwehren. Und 20 Jahre später wird dann halt mit seinem toten Körper ein Experiment gemacht. Es geht halt um seine neue biologische Metallhaut. Und niemand weiß halt, dass er halt von diesem Werwolf damals halt angefallen worden ist, beziehungsweise bevor er den erlegt hat, ja. Dadurch mutiert natürlich der Werwolf und hat dann diese Metallhaut. Ja, wird natürlich für mich dann eine Erstsichtung, aber ich freue mich auf den Film durchaus. Und wie man natürlich sieht, ist das hier eine 2-Disc-Limited-Geschichte mit 2 DVDs, ein bisschen Spindelware rausgehauen, ja, technischen Daten, Bildformat 4:3, das heißt natürlich wieder schöne fette Balken. Links und rechts keinerlei Untertitel, dafür ist der Film immerhin ungeschnitten, ja, und
Extras, ja, vergessene Horrorpen der 80er, 90er, 24 Seiten, mit sicherlich ganz, ganz vielen, sicherlich mehr als 50 Filmen, die fett hervorgehoben werden im Booklet und im Bonus-DVD und in weiteren Horrorfilmen. Ja, hier haben wir Cover-Variante A. Es gibt allerdings nur dieses eine Cover. Es gibt hier keine weiteren Cover. Ich weiß nicht, warum das da immer hinten durchgebüppelt wird. Ja, es gibt halt einfach nicht mehr Cover. Limitierungsnummer und hier natürlich ganz klar WMM, MIG, ja, Hinweis. Juhu, dann gucken wir das ganze gute Stück rein und haben natürlich dann hier die MIG-Scheibe, die auch schön gelabelt ist. Ja, die finde ich sehr ansprechend. Und im Hintergrund haben wir natürlich dieses klassische durchgehende Motiv mit diesem Wald und diesem Friedhof und den Fledermäusen, was auch vor vielen, vielen Mediabooks aus dieser Reihe eingeführt haben. Ja, und natürlich, wie es so oft heißt, wer hat denn das Booklet hier eigentlich geschrieben? Werden wir das herausfinden? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall haben wir den klassischen Aufbau, eine Wall of Text, auf der anderen Seite halt so ein klassisches Postermotiv. Ja, das ist auf jeden Fall einer dieser vergessenen Horrorperlen aus den 80ern und den 90ern. Wer kann sich noch an Frankenstein erinnern? Das ist wirklich ein absoluter Klassiker. Ich weiß gar nicht, ja, 1985 oder wann das war, aber auf jeden Fall ein riesiger Klassiker. Riesig, ja, die Vögel auch. Ja, ich glaube, die Vögel war schon 1990 gewesen. Ja, also im Booklet selber werden hier 5.889 Filme aufgezählt, von denen die meisten nicht aus den 80ern und nicht aus den 90ern sind. Das erkennt ein Blinder mit einem Krückstock. Aber gut, okay, hier steht vergessene Horrorperlen der 80er und 90er. Das, ja, aber der Film ist nicht vergessen. Wie viele Veröffentlichungen hat Hellraiser denn in den letzten Jahren bekommen? Dank Turbine. Die kannst du nur schmunzeln, ja. Ja, dann haben wir natürlich hier The Intruder Within. Müssen wir mal näher rangehen. Sagt mir der Film irgendetwas? Gute Frage. Der Film sagt mir mal null. Müsste ich mal nachgucken. Sieht recht interessant aus hier, vor allem die Kauleiste. Wobei, sieht schon ein bisschen ulkig aus. Hat er eine Fresse bekommen oder was? Ja, Negan Massacre, ja. Negan Massacre ist eine der ganz, ganz großen Horrorperlen der 80er. Absolut, ja. Hier wird auch über den Film, steht auch ein Text drüber. Also hier geht es natürlich sehr, sehr ausladend um den Film Metal Beast, nicht Todesparty 3, ja. Demon Warp. Ja, Demon Warp wird auch nochmal ein Thema hier werden. Aber ja, Curse of the Blue Lights, ich glaube, der ist auch in der Reihe rausgekommen. Ich glaube, der sieht, das muss aber eher so in Richtung schon Horrorkomödie gehen, ja. Typischer DTV-Horrorfilm. Ja, Metal Beast ist auch ein typischer DTV-Horrorfilm. Dann haben wir Babyblood 2. Der würde mich auf jeden Fall interessieren. Hat allerdings nichts mit dem Babyblood 2 aus den 2000ern zu tun. Das ist ja ein ganz anderer Babyblood. Ja. Aber, ja, komm hier. Da geht es um irgendwelche finanziellen Probleme. Ja, und wer hat jetzt den Text hier geschrieben? Wer hat ihn denn geschrieben? Ja, warum wird nicht angegeben, wer der Booklet-Autor ist auf der Rückseite? Ich habe da eine ganz üble Vermutung, aber gut, ist egal. Gucken wir mal auf den Bonusfilm. Der Bonusfilm ist, was ist hier der Bonusfilm? Ja, was steht da drauf? Starfilm Uwe Schier. Ja, muss ich jetzt auch noch recherchieren, welcher Bonusfilm das ist. Geil, 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 geil. Das kennt man vielleicht von der einen oder anderen X-Rated-Geschichte, wo ein X-Rated-Film drin ist, aber da fehlt dann vielleicht der Filmtitel drauf, aber dann hat man so einen Anhaltspunkt, weil das Cover oder das Motiv, was drauf ist auf der Scheibe, dann was sagt, oder das sagt mir null, ja, und noch mehr Horror in der Catcher. Ja, also, wie ihr seht, gewohnte super spooky Stories Qualität. Ja, haut mal in die Kommentare rein, wen ihr denn hier als Booklet-Autoren denn vermutet. Okay, Veröffentlichung auf den Film freue ich mich auf jeden Fall, aber ja, komm. Das war wieder der totale Abschuss. Und dann kommen wir natürlich jetzt zur Nummer 138, Night Shadow in USA. Ein bisschen älterer Film aus dem Jahre 1989, der hier in Deutschland erst auf Video knapp 9 Jahre nach seiner Veröffentlichung, nachdem er rausgekommen ist, am 30.11.1998 veröffentlicht worden ist.
Das hat 9 Jahre gebraucht, bis das hier mal auf Video rausgekommen ist. Holy shit, da gab es natürlich einige Veröffentlichungen. Eine VHS von Summit, da gab es eine geschnittene und eine ungeschnittene. Der Rest war natürlich ungeschnitten gewesen. Ja, und von Screen Power. Und das hier ist auch das bekannteste Motiv selber, was auch auf den beiden Hardboxen von AMS und AVV auch drauf gewesen ist. Also dieses Motiv wurde am häufigsten benutzt. Regie für die Randev Colan, ansonsten der Cast sagt mir hier persönlich gar nichts, aber ist halt wirklich eher so ein dann eher klassischerer Werwolf-Film, nicht so wie Metal Beast, wo man sich dachte, ja okay, man kann ja auch mal einen Werwolf mit metallener Haut bringen, ja. Und ich hoffe, ich habe jetzt vom Mediabook nichts abgeschnitten, ja. Aber hier dürfte es zumindest eine Überraschung geben, was den Autoren des Booklets angeht, ja, denn der steht hier hinten namentlich drauf und bei dem anderen stand es halt nicht drauf. Da kann man sich wieder sonst was denken. Ja, und das Motiv, muss ich sagen, sieht eigentlich ganz nice aus. Ja, die Nächte des Werwolfs, Night Shadow News, ey, den Film selber gab es auch vor diesem Mediabook Repack hier auch schon mal von Costello. Hier ist auch die Costello-Scheibe drin, die war ungeprüft gewesen und dann nochmal von Schröder Media in ihrer Nummer 6, der aus der Horrorline. Die mir gar nichts sagt. Schröder Media sagt mir schon was, aber ja, der Rest nicht. Und der Aufbau selber ist natürlich hier auch vom Spine her klassisch. Und dann haben wir natürlich hier die Rückseite und die Szenenbilder selber versprechen. Das ist natürlich hier eine recht verwaschene VHS-Qualität bei diesem Film. Da darf man, glaube ich, nicht mehr erwarten. Wir haben hier auch wieder Vollbild und wir haben natürlich hier eine ausufernde Inhaltsangabe. Da könnt ihr natürlich auch hier auf Pause drücken und euch die mal durchlesen, falls es euch denn interessiert, ja, und hier natürlich noch die technischen Informationen, und zwar haben wir hier ein Booklet, diesmal von Christoph N. Kellerbach, der Terror des Tierhorrors, da dürfte dann vielleicht ein bisschen mehr Informationsgehalt drin sein, aber ich glaube eher weniger zum Film als allgemein zum Thema, ja, und noch eine Bonus-DVD mit einem weiteren Tierhorrorfilm, hier der Hinweis, Costello, und natürlich noch die Limitierungsnummer 26, hier Covervariante A. Es gibt allerdings nur dieses eine Cover. Ich weiß nicht, was dieser Schmuh immer soll. Ja, vielleicht haben sie gesagt, oh, wir schieben irgendwann nochmal ein Cover nach, aber da ist nie wieder was gekommen. Es gibt den Film Mediabook nur in dieser Form und es gibt ihn halt ganz normal in einer Keepcase-Veröffentlichung. Ja, und schauen wir mal rein. Ja, der Aufbau dürfte wieder identisch sein, ja. Mit dem Friedhof, dem ganzen Rest, die Scheibe selber hier hat keine Freigabe, es ist ungeprüft, ja, an sich. Und hier haben wir zum Glück immer den Vermerk, ein Booklet von Christoph N. Kellerbach. Der Terror des Tierhorrors. Und die Angst vor dem Gefressenwerden. Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr funny an, ja. Und hier haben wir auf jeden Fall dann, glaube ich, auch wieder abgesetzt, ein einzelne kleinere Kapitel, ja. Hier so ein ganz altes Motiv vom klassischen King Kong und die weiße Frau. Das sieht recht funny aus. Ja, King Kong, ja, der hat auch den einen oder anderen gemampft. Ja, Tarantula, das lasse ich mir auf jeden Fall, das kann man so stehen lassen. Ja, ist natürlich auch wieder so ein Abzug oder so ein, ja, wir streifen einmal durchs ganze Genre durch und nehmen vielleicht auch die Highlights mit, wo die meisten Leute vielleicht gefressen worden sind. Ja, Piranha 2, The Spawning, das Regiedebüt von James Cameron, hier furchtbare Fischerfakten der Piranha. Ah, okay, furchtbare Fischerfakten der Elefant, also ist das hier unterteilt in, der Hai und dann hier der Dschungel, guck mal, der Dschungel. Der Dschungel ist also ein Tier. Wow, ich habe jetzt was gelernt, der Dschungel ist ein Tier, ja, Piranhas. Und ja, natürlich ganz klar der Elefant, wobei hier haben wir Tiger, ja, hier haben wir unseren klassischen Horror-Alligator, Wild Beast, ja, das war der absolute Abfuck. Ja, aber dann haben wir das hier, das ist hier scheinbar zum Thema Elefantenhorror, aber ich glaube eher, das soll ein Actionfilm oder so sein. Seht ihr hier irgendwo einen Elefanten? Ihr seht hier einen Pavian, der, wenn er die Hand dazu zählt, vielleicht auch die Knarre hält. Unmasking the Idol, ja. Hunde und Wölfe. Da haben wir das Motiv hier. Ja, ich weiß nicht, das ist ja ein Kuddelmuddel bei den Booklets. Ja, das passt alles irgendwie zusammen. Hauptsache mal reingeschissen. Ja, The Shadow of Kilimanjaro mit John Rhys-Davies. Gibt es den eigentlich auf DVD? Der würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Der hat mich schon als Kind interessiert. Ich glaube, der lief früher mal ab RTL oder so im Fernsehen. Ja, wo noch Filme Filme im Fernsehen liefen und nicht nur Trash-TV und furchtbar der Pavian.
Klar, wer kennt sie nicht, die absoluten Pavian-Schocker. Ja, und dann haben wir natürlich hier noch was zu Pythons. Ganz magerer Absatz. Ja, natürlich hier mit vielen Filmen aufgezählt und der Sharknado, Alter, scheiß mich, scheiß doch die Wand weg, ja. Ja, Sharknado ist auch was ganz Schlimmes. Dann haben wir hier natürlich noch Mad Jake, ist auch ein Reihe. Und dann haben wir hier, glaube ich, was Passendes, einen passenden Film, ja. Der Killer-Pavian, guckt euch dieses Motiv an. Der Killer-Pavian, passt ja. Wir haben hier im Booklet einen Absatz mit Pavian und wir haben einen thematisch passenden, richtigen Tierhorrorfilm, was anderes ein Werwolf-Film. Ist ein Werwolf für euch ein Tier? Für mich persönlich nicht, aber das passt hier. Der Killer-Pavian von Great Motherfucking Movies. Oh, heilige Jauchegrube. Ja. Und was man natürlich hier bei Matt Jake noch unten hinschreiben musste, als streng limitiertes Mediabook Remastered Uncut. Und erstmalig haben sie auch den englischen O-Ton mit draufgeschissen. Und es gibt irgendwelche Extras. Ein Trailer oder so. Keine Ahnung. Heilige Jauchegrube. Heilige Jauchegrube. Oh mein Gott. Das bedeutet eine ganze Menge Trash. Ja. Ihr könnt natürlich in die Kommentare, ja, eure Gedanken zu den beiden Filmen, aber auch zu diesen wirklich grandiosen Repack-MBs aus der wohl besten, ich kann es nicht oft genug betonen, Mediabook-Reihe aus März 2020, den Super Spooky Stories. Ja, unten in den Kommentaren hinterlassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier mit dieser Produktvorstellung, beziehungsweise ja, Unboxing-Video zu Metal Beast und Night Shadow in USA aus der Super Spooky Stories-Reihe. Ich weiß gar nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, aber ich glaube sicherlich zu oft, ja, dass euch jetzt mittlerweile schon die Schlacke aus den Ohren läuft und ihr am Bildschirm irgendwo aus dem Fenster geschmissen habt. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall dann bald wieder zu einer weiteren Produktvorstellung bzw. Unboxing-Video. Ja, lasst euch überraschen, was da so kommen wird. Und damit bin ich erstmal raus und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Chris.